Gut, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvakantist. Das Thema des heutigen Videos ist leichtes Fitnesstraining im Alter. Also es sind leichte Übungen, sowohl in der Hinsicht, dass sie den Körper nicht allzu sehr belasten, als auch, dass man sie ziemlich unkompliziert durchführen kann. Es geht um Fitnesstraining, also nicht um Krafttraining, es geht darum, dass man sich fit fühlt und nicht, dass man groß Muskeln aufbaut. Also natürlich baut man etwas Muskeln auf, aber man sieht nachher nicht aus, wenn man das regelmäßig macht, wie eben ein Bodybuilder. Und es sind Übungen, naja gut, wenn man sagt im Alter, insofern als auch Leute, die so extrem alt sind wie ich, zum Beispiel 46, diese Übungen noch durchführen können. Ich habe früher schon mal so ein ähnliches Video gemacht, also die Übung, die ich damals gezeigt habe, die habe ich auch im Wesentlichen beibehalten. Das ist jetzt eine kleine Detailveränderung. Und zwar war diese Veränderung notwendig wegen verschiedener Augenoperationen, die bei mir notwendig waren. Und gewisse Übungen, die ich früher gemacht habe, die mache ich heute also aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Das sind 6 oder 7 Übungen. Die 7. Übung kann man noch zusätzlich machen. Eigentlich geht es um 6 unterschiedliche Übungen, die also 12-mal durchgeführt werden und dann eben nach Bedarf und nach Gefühl, Verfassung und so weiter, dann eben auch mehrfach hintereinander. Also man hat eben überall diesen Block von 6 Übungen, jede Übung wird 12-mal durchgeführt. Dieser einzelne Block dauert so zwischen 3 und 4 Minuten. Also kann man ja ausrechnen, nehmen wir mal an 3,5 Minuten für den Block, da sind 2 Blocks eben 7 Minuten oder 4 eben 14 Minuten. Ich mache das so, also morgens 4 Blocks und abends 4 und dann komme ich eben auf 28 Minuten ungefähr und deswegen habe ich noch eine 7. Übung, aber das ist also hoffentlich nicht spektakulär, das ist nur der ganz normale Crunch, also das Heben des Oberkörpers. Die wichtigsten Übungen sind eigentlich diese ersten 6. Die werde ich jetzt mal kurz zeigen. Ich führe die also dann auch mal 12-mal durch, damit man sich das so ein bisschen aneignen kann. Und die erste Übung, also man braucht erstmal keine Gewichte. Man sollte erstmal auch keine Gewichte nehmen. Zu den Gewichten sage ich nachher noch etwas. Die erste Übung, man nimmt also die Hände zusammen und geht in die Hocke und wenn man hochhebt, hebt man auch die Arme und schwingt sie dann, oder er bewegt sie dann hinter den Kopf, sodass sie also sich dem Nacken nähern. Also man soll natürlich nicht gegen den Nacken schlagen, aber man soll schon die Bewegung über den Kopf durchführen. Also man hört schon ein bisschen vielleicht das Knacken. Der Körper soll also wirklich auch fit bleiben, beweglich bleiben. Das macht man eben 12-mal. Wichtig bei allen Übungen ist das Ein- und Ausatmen. Also dass man gleichmäßig, je nachdem Belastung oder Entlastung, sich darauf immer praktisch gleich bleibt. Einatmen, ausatmen und nicht so durcheinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist also die erste Übung. Die zweite Übung ist das Boxen. Aber man boxt natürlich nicht richtig, also nicht mit Wucht und vor allem streckt man den Arm nicht ganz aus, sondern führt den Arm etwas nach vorne. Man kann ihn ruhig noch etwas angewinkelt lassen, damit man den Arm nicht zu stark belastet und dann vielleicht die Knochen irgendwie überlastet. Aber auch dabei merkt man normalerweise schon ziemlich die Belastung in den Schultern und in den Oberarmen.
Auch hier wieder wichtig, ein- und ausatmen. Ich zähle es immer zweimal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also man kann ruhig ein bisschen nach oben gehen, ein bisschen mehr Kraft aufwenden, aber soll alles sehr entspannt noch immer bleiben, also nicht mit voller Wucht. Also man soll sich halt eben nicht überanstrengen, das merkt man schon ziemlich in den Muskeln. So, dann auch immer wichtig, dass man gut atmet, ja, so immer gleichmäßig einen Rhythmus entwickeln für das richtige Atmen und auch möglichst hier in der Bauchregion tief atmen. Dritte Übung, man hat vielleicht bei der zweiten Übung schon gesehen, ich federe ein bisschen in den Beinen nach, das kann man ruhig auch machen, kann man die Beine auch ein bisschen bei trainieren. Auch bei der dritten Übung kann man auch etwas in die Beine gehen, aber ist auch wieder für die Arme. Und zwar, man legt die Arme zuerst an die Schultern und streckt sie dann und dann kann man auch etwas in die Knie gehen, in die Kniebeuge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vielleicht hört man hier auch schon etwas das Knacken. Also ist gut auch für die Schultern. Aber auch die Arme werden auch dabei belastet und wenn man in die Knie geht, kriegt man auch was für die Beine mit. So, vierte Übung. Da empfiehlt es sich zwar schon, Gewichte zu nehmen, ziemlich frühzeitig, aber machen wir das auch mal jetzt ohne. Also hier auch wieder in den Knien nachfinden und da hebt man eben praktisch, jetzt erstmal das virtuelle Gewicht, also in beiden Händen hat man jeweils dann die Hantel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Auch wenn man das ganz ohne Hantel macht, also man belastet schon etwas die Arme dabei. Ne? Also ist nicht ganz für die Katz, die Übung auch ganz ohne Hanteln zu machen. Wie gesagt, wer völlig untrainiert ist, sollte auch ganz auf Hanteln erstmal verzichten. Wenn man irgendwo mal die Hanteln einsetzt, dann vielleicht zuerst bei dieser Übung mit den vierte Übung. Dafür geht man einfach in die Kniebeuge und wenn man Hanteln hat, kann man die also auf die Schultern legen, um das Gewicht für die Beine zu erhöhen, sonst eben auch erstmal ohne Hanteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naja, gut, das ist natürlich mit einer ziemlich engen Hose wenig effektiv, weil man ja auch bei der Kniebeuge wirklich ganz runtergehen muss. Also wenn man also nur in der Hälfte stehen bleibt, was man am Anfang machen kann und vielleicht auch soll, dann ist es bei Weitem nicht so effektiv, wie wenn man ganz runtergeht. So, sechste und letzte Übung. Das ist also nochmal für die Beine und für das Gleichgewicht. Man hält die Arme also ganz ausgestreckt, kann auch auf seine gerade Körperhaltung einigermaßen achten und hebt dann das Bein und senkt es wieder und hebt es zur Seite, also zuerst nach vorne und dann zur Seite. Also wer das einigermaßen trainiert hat, der kann das also die ganze Zeit, ohne das Bein jemals wieder auf den Boden zu tun, 12-mal durchführen. Ansonsten hält man sich irgendwo fest oder steht da, wo man nicht gleich umfällt. Das sollte man wirklich ernst nehmen, den Rat.
Man kann nämlich vielleicht umfallen, also wenn man in der Nähe eine Wand hat, dass man sofort dann das Gewicht dahin legen kann, damit man da nicht irgendwie auf dem Boden liegt nachher. Also auch wieder 12 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und mit dem anderen Bein genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also man hat schon gesehen, dass ich die Beine nicht geschwungen habe oder nicht stark geschwungen habe und vor allem nicht sehr weit nach außen gegangen bin. Ich will keinen Spagat machen und so, sondern ich will nur die Beinmuskulatur und die Hüfte beweglich halten. So, das sind also die 6 Übungen. Wenn man die am Stück durchführt, eine Einheit, sagen wir mal 3,5 Minuten, 4 Einheiten morgens, 4 Einheiten abends, das ist also praktisch das Ziel, wo man dann sagen muss, okay, das reicht, dann eben vielleicht einmal am Tag noch ein paar Crunches, also man legt sich dafür am besten auf ein Bett mit dem Oberkörper, die Füße auf dem Boden lassen und hebt dann den Oberkörper ein wenig nach oben, 1, 2, aber das ist eigentlich nicht unbedingt so wichtig. Meine Sachen sind eine gute Ergänzung, aber wie gesagt, nicht so wichtig. So, man kann diese Übung etwas anstrengender machen. Und zwar durch Hanteln. Ich habe 3 Sätze von Hanteln. Also, die ersten 3 Übungen. Dafür benutze ich leichtere Hanteln. Morgens, wenn ich noch ein bisschen müde bin, dann nehme ich hier 1 Kilo Hanteln, also 2 mal 1 Kilo, 2 Kilo. Und die sind gepolstert mit Schaumstoff. Man sollte auf jeden Fall Hanteln nehmen, die sehr gut gepolstert sind, also die Hände nicht irgendwie belasten. Also wenn man sich da Spielen eingehandelt hat oder irgendwelche Risse sogar noch, das ist sehr schlecht. Also da sollte man wirklich ruhig auch gut gepolsterte Sachen nehmen. Wie gesagt, diese 2 mal 1 Kilo. 1, 2. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, abends nehme ich etwas schwerere Hanteln. Die sind 2,5 Kilo, also 5 Kilo zusammen. Dafür mache ich also die 3 ersten Übungen. Erst hatte ich schon gezeigt mit dem Hochheben. Die zweite ist eben dieses Boxen. Und das dritte ist das Ausstrecken der Arme. Also das kostet schon einiges an Kraft. Also wer da mehr als 2,5 Kilo nimmt, der kann schon wirklich Muskelmasse aufbauen. So, und bei der 4. und 5. Übung, die 6. ist ja dieses Stehen, bei der 4. und 5. Übung, da kann man ein bisschen mehr nehmen. Also hier sind 4 Kilo. Ich würde es wahrscheinlich auch mit 5 oder 6 Kilo schaffen, aber wozu? Ja, ich will eben nicht großartig Muskeln aufbauen. Wie gesagt, 2x 4 Kilo, 8 Kilo. 1, 2, beziehungsweise 1, 2. Gut, die 6. Übung, wie gesagt, das Stehen, und wer noch die 7. Übung machen will, den Crunches, braucht man auch keine Gewichte. Die Gewichte sind also eine gute Möglichkeit, das ein bisschen dem individuellen Leistungsvermögen oder Leistungsziel auch anzupassen. Aber Anfänger, wie gesagt, sollten auf jeden Fall erstmal auf Hanteln verzichten und wenn überhaupt, dann nur bei der Übung mit dem Heben eine leichte Hantel nehmen. Also
am Anfang vielleicht 2 Kilo oder 3 Kilo. 4 Kilo reicht meines Erachtens schon vollkommen, so 2x 4 Kilo. Man will ja so im Alltag nicht gleich an jeder Einkaufstüte scheitern oder an jeder Gießkanne. Und dafür ist das schon ganz gut. So, warum diese Übung? Naja, das ist eben, um sich fit zu fühlen. Ich halte das für außerordentlich wichtig, kann nur jeden ermutigen. Man vergibt sich nichts damit, meine ich. Also man fühlt sich einfach besser, man lebt einfach gesünder. Also erstmal braucht man keine Handeln. Und man sollte auf jeden Fall mal irgendwelchen Übungen eine Chance geben, um zu sehen, ob man sich dadurch besser fühlen kann und dann vielleicht auch bei diesem Training zu bleiben.